Lieben, ich begrüße euch in einem weiteren Monat meines Aufbrauchprojekts. Diesen Monat ist es nicht so viel und ich glaube, wir sind auch relativ schnell durch. Deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal. Falls ihr meinen Augenlook mögt, dann verlinke ich euch mal oben das Video. Könnt ihr zugucken, wie ich den geschminkt habe. Ansonsten würde ich sagen, starten wir mal los mit einer / zwei Sachen, die ich ein bisschen gemobst habe. Und zwar ist es der Rasierschaum for Men. Davon sind zwei Buddeln leer geworden. Die habe ich meinem Mann abgeknöpft. Ja, der ist von Aldi und einfach super günstig. Hier sind übrigens 300 Milliliter drin gewesen. Und die waren beide angebrochen. Ich habe die beide leer gemacht. Das war super. Dann ist leer geworden von Dove Go Fresh reichhaltige Pflegedusche, revitalisierend. Die hat mir gut gefallen, sie hat frisch gerochen und war auch nicht zu austrocknend für die Haut. Und ganz ehrlich, nach den letzten Versuchen mit Balea Duschgel war die für mich echt der Knaller. Also wenn ich nicht weiß, was ich kaufen soll, weil ich enttäuscht bin von den Produkten, die ich benutzt habe, dann kehre ich immer wieder zu Dove zurück. Allerdings ist es auch nicht die unendliche Liebe, sondern einfach ein sicherer Hafen, so ungefähr wie Mc's. Man weiß, was man bekommt. Ist jedenfalls leer. Dann, was ich zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte, war ja von Ritual so ein Set. Das hier ist jetzt Brilliant Bliss, Indian Rose und irgendwas. Ultraschein-Shampoo. Also den Ultraschein, den habe ich nicht mitgekriegt. Ansonsten war es sehr verträglich und man hat auch keine Spülung gebraucht. Also ich konnte meine Haare einfach so ganz normal durchkämmen, auch ohne noch irgendetwas anderes reinzugeben. Fand ich sehr, sehr gut und auch schonend für die Kopfhaut. Hat mir gut gefallen. Ich hätte das gerne nächstes Weihnachten wieder. Just saying it. Auch von Rituals ist leer geworden. Ritual of Ayurveda. Innere Harmonie, genau. Und das war die Handcreme, die ich mit der Glamour Shopping Card dazu geschenkt bekommen habe. Die hat mir sehr gut gefallen. Die habe ich innerhalb von 1,5 Wochen aufgebraucht. Dabei war gar nicht so wenig drin. Ups, 70 Milliliter. Also so schnell kann es gehen. Die hat sehr, sehr gut gepflegt und war leicht, ist schnell eingezogen, hat mir gut gefallen, war schön vom Fernseher und hat natürlich auch gut gerochen. Gibt's nichts. Dann ist mal wieder leer geworden von Essence, der Nagellackentferner mit Erdbeer- und Passionsfruchtgeruch. Gefällt mir gut, entfernt alles super, ist die paar Cent pro 100 Milliliter, die der mehr kostet als der von Evelyn, für mich auf jeden Fall wert aufgrund des Geruchs. Habe ich auch noch 2 Stück. Dazu passend sind natürlich leer geworden die Wattepads von Evelyn und die 50 Maxi Wattepads. Dann habe ich noch eine Handcreme aufgebraucht und ich habe gelernt, diese Marke heißt Ciaia. Das ist diese wunderbare Schokoladenhandcreme, die ich in Wien gekauft habe. Man kann sie auch in Deutschland kaufen und es gibt von dieser Marke noch unendlich viel mehr Produkte, also Shampoo, Conditioner, Augencreme. Und das Spannende daran ist für mich, dass sie super günstig sind. Also ich glaube, die haben eine Augencreme im Angebot mit krassen Versprechungen für 2,50 Euro. Also das kann man bei Notino bestellen. Und ich habe jetzt schon zweimal bei Notino bestellt. Hat für mich super funktioniert. Und das ist eine spitzenmäßige Handcreme. Jetzt muss ich nicht mehr immer nach Wien fahren, um die zu kaufen. So, und dann gibt es noch 2 Produkte und dann sind wir schon fertig. Und zwar ist leer geworden von Catrice der Glam Doll mit den Glitzerteilchen drin. Das war, glaube ich, eine Limited Edition. Mit so Silberglitzer-Gedöns drin. Das hat man aber nur gesehen, wenn man sich abgeschminkt hat. Also ich habe das nicht gesehen, dass es irgendwas geglitzert hätte. Und ihr habt es, glaube ich, auch nicht bemerkt, dass meine Wimpern geglitzert haben sollten.
war für mich absolut okay. Ich habe das am Anfang nicht gecheckt, dass da Glitzer drin sein soll. Und erst beim Abschminken habe ich mich dann gewundert, woher zum Geier dieser ganze Glitzer kommt auf meinem Wattepad. War ja dann auch in Ordnung. Und ich habe die normale Version dessen nachgekauft, weil ich so zufrieden damit war. So, letztes Produkt. Habt ihr auch schon öfter bei mir gesehen von NYX, der HD Studio Photogenic Concealer in der Farbe CW01. Was soll ich dazu sagen? Er funktioniert ganz gut, ist natürlich nicht der Knaller, kostet um die 8 Euro, also 7 Euro und ein paar zerquetschte, und ich komme damit ganz gut zurecht. Bin aber auch immer super schnell damit durch. Da sind jetzt 3 Gramm immer drin. Hält halt auch nicht ewig lang. Also so 1,5 Monate vielleicht. Vielleicht auch weniger. Ja, das war es jetzt jedenfalls von mir. Die nächsten Aufgebraucht-Videos und Projektzwischenstände werden kommen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Bis dann, ciao!